klar, ich mag's hier. Ja, und damit geht's heute weiter mit Need for Speed. Heat. Entschuldigung. Ja, Need for Speed Heat steht heute wieder an und wir machen heute weiter mit unserer Karriere. Und zwar, ja, erstmal ein paar Rennen fahren, damit wir ein bisschen Kohle verdienen können und dann können wir unser Auto weiter aufbauen. Wir haben ja zur letzten Folge den Dodge Challenger gegönnt und den wollen wir heute natürlich. Oder wollen wir natürlich irgendwann mal weiter auftunen. Dazu müssen wir mal neue Rennen fahren. Das heißt, wir fahren auf jeden Fall ein Tagesrennen. Ich guck gerade mal, ob wir was Schönes haben. Hier oben wären noch so ein paar Sachen. Dann machen wir das als erstes. Ich habe hier oben gar keinen Punkt, ne? Okay. Dann fahren wir da hoch. Mit dem neuen Baby. Keine Sorge, der wird noch. Natürlich, der ist auf der Straße. Nur damit du es weißt, mein Freund Wayne steht total auf Technik. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Er wartet am Hafen auf dich. Viel Spaß. Ja, aber nicht jetzt. Wir fahren noch an und was machen wir anders. Keine Sorge, den Mustang behalte ich noch, das dauert aber noch ein bisschen. Da vorne ist ein Kopf. Moment, hier ist irgendwie ein Painting oder so. Da ist es. Das nehme ich mal mit. Wenn wir auch schon mal da sind, können wir sowas auch mitnehmen. So. Auch hier ist wieder gleich ein Painting, das nehmen wir auch wieder mit. Warte mal, Moment, was ist denn? Das muss ja hier irgendwo sein, hinter oder so, ne? Da. Upsi. Hier hätten wir wieder so ein Freundesding. Aber ich fahre halt erstmal zu dem Rennen hier vorne, weil wir ein bisschen Kohle verdienen müssen. Wir müssen ja heute oder beziehungsweise die nächsten Tage müssen wir unser Auto mal aufbauen. Unser Neuling. Und da frisst es sich gut, wieder ein bisschen Tag ein bisschen rumzufahren und Hi. Hey. Und? Wie läuft's? Gut. Und bei dir? Ja. Du vermisst dein Auto, hä? Du hast ja keine Ahnung. Ich träum schon davon, der Kleinen von nebenan ihr Go-Kart zu stehlen. Es ist pink und hat Pedalen. Wie schnell fährt das Ding? Bergab ziemlich schnell. Hör zu, ich könnte dir was leihen. Nein, danke. Ich weiß es zu schätzen, aber das ist meine Sache. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Bis später. Jo, gehen wir rein ins Rennen, nachdem wir diesem Gespräch hier gelauscht haben. So, auf jeden Fall. Gehen wir in das nächste Rennen und da wollen wir heute ein bisschen was machen. Reaktion heißt es. Na, wie gesagt, keine Sorge, da wird noch ein bisschen was geändert an dem Auto. Aber jetzt fahren wir erstmal Racing. Da wollen wir erstmal ins Racing gehen. So ist es richtig. Ah, das war dann ein bisschen. Oh, ja, ein bisschen. Naja, kriegen wir schon dazu. Dann habe ich jetzt ein bisschen weggedrückt, den Jungen. Ah, schade, ich dachte, ich krieg den ins Wasser.
So, jetzt muss ich mir die zwei Jungs da vorne erstmal einfangen, damit die... Damit die mir nicht so weit wegkommen. So, die erste Runde geht schon mal an den guten Silver da vorne, der jetzt. Aber sich aber gerade sehr souverän vor uns hält. Die sind momentan nur Dritter. Aber ich komme auch nicht so wirklich in Position, wo ich jetzt sagen würde. Da könnte man irgendwie mal angreifen auf die Position. So, den ersten haben wir halt schon und jetzt fühlen wir hier, hänge ich mich mal an die Führenden hier gerade ein bisschen dran. Und jetzt gehen wir auch das erste Mal in Führung. Uns gerade so ein bisschen anzugreifen. Die zweite Runde geht dann jetzt an uns. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Es fängt auch noch an zu regnen. Ja, wirklich weit sind wir noch nicht, so 100 Meter gerade oder so. Also viel ist es nicht, jetzt bauen wir gerade ein bisschen aus, aber es sind immer nur noch 230 Meter. Ein blöder Fehler oder ein größerer Fehler und dann ist das Thema gegessen, aber... Dieses Rennen geht dann doch an uns und wir holen uns die Kohle. Immerhin 17.700, das ist schon mal wieder Geld, wo man was von uns ausstecken können. So, ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwie ein Rennen haben, was jetzt gerade so ein bisschen in der Nähe ist. Hier ist wie gesagt so ein Was haben wir denn hier auf an Kohle? Was kriegen wir denn dafür? 18.000, dann sind wir doch mal mit. Fahren wir das erste Mal gegen ein Community-Mitglied, also gegen den echten Spieler und ja, mal gucken, wie es funktioniert. Wo ist denn das Rennen? Da oben. Ne, hier ist es. Den Schienenweg. Dann starten wir rein. Eigentlich brauchen wir 200 als Aufgabe, aber wir kriegen das schon hoffentlich irgendwie hin. Time Trial ist das. Besiege Boss. Okay. Du schon wieder mit dem Mercedes AMG 45. Hier ist ein Kumpel von mir. Der, den wir jetzt als Gegner schlagen müssen. Oh, das wird nicht ganz einfach werden. Er hat nämlich einen Fehler gemacht und ich ziehe den gleich hinterher. Thank you.
Ja, natürlich. Da hebe ich ab und gehe in die Walachei. Warum auch immer. Ich habe das Gefühl, das Auto muss da runter, damit ich dann nicht da rankomme wieder. Ne, das haben wir nicht gewinnen. Können wir nicht gewinnen, das Ding. Schade. Das hat er gut gemacht, muss man sagen. 5 Sekunden Rückstand. Aber immerhin 14.000 verdient. Also da steht ein Kopf. Nachtrennen hatten wir. Haben wir überhaupt noch zwei Tagesdinger? Nö, ne, momentan nicht, ja, oder? Racing Story. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, komm. Fahren wir da hoch. Wie haben wir denn? Wir haben noch Zeit genug eigentlich, ja. Ah, ist die Folge ein bisschen was kürzer. Das ist halt manchmal so. Das wollte ich sagen, wir waren mal ein bisschen was kürzer. Zwei Rennen fahren wir. Ich meine, wir haben jetzt die Kohle mitgenommen. Okay, komm, wir gehen ins Tuning einfach. Wir machen, gucken mal, was wir ein bisschen an Tuning machen können. Setz dich, hol dir einen Kaffee und mach nichts kaputt, das dir nicht gehört. Ja, ja, lass mich in Ruhe. So, haben wir doch irgendwo was überhaupt? Jetzt gucken wir gerade, was wir noch so haben. Was wir überhaupt einbauen können. Wir haben 48.000 auf Konto. Ich glaube, wir können gerade nicht viel einbauen, ne? Alles auf Stufe 11 erst freigeschaltet. Pro. Ja, wir können nichts machen. Wir machen, gehen dann mal ins Optik-Tuning. So groß wie möglich im Idealfall. So. Warte mal, machen wir mal Bremsscheiben rein. Schön die guten Brembo-Dinger. Okay, kann man so die Dinge. So, Felge wechseln. Größe ändern auf alle Fälle. Bremssattel, hinten die Brembo rein. Bremsscheiben. Schön die gelochten Dinger. So, Karosserie. Neue Spiegel. Chidori. Jawohl, ja. Nehmen wir mit. Hätten wir neue Kotflügel rein. Machen wir vorne nämlich genauso. Neuer Scheinwerfer. Neue Rückleuchten.
Ich schätze, jetzt gucken wir mal wegen dem neuen Spoiler. Rein damit. Das System ist drin. Dach gibt es nicht, okay. Gehen wir mal auf Nummernschild. Rahmen ändern. Ah, es gibt keine alten Dings mehr. Nehmen wir die mit. Doch, gibt es. Payback. Verheaven. Olympic City. Rockport. Ich nehme Rockport. Die sind cool. Lief was mit einer Most Wanted. Dann nehme ich mein Kürzel drauf. Mit V, bitte. So, neue Schürze rein. Auswurf funktioniert ja. Haben wir ja. Seitenschweller sind ja drin. Lackierung, Folie. Gehen wir mal auf die Community. Die haben bestimmt ein paar Kohle dabei. Das sieht cool aus, oder? Ja, nehmen wir den mit. So. Rotes Nitro, rein damit, passt im Auto irgendwie gefühlt. So, okay. Gut, dann haben wir's. Ich würde sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den nächsten Rennen, ja?